Hey Leute, herzlich willkommen bei Bastion Barefoot. Ich bin Johannes Queller und heute geht es darum, wie du beim Rückentraining endlich deinen mittleren Rücken richtig gut treffen kannst. Viel Spaß. Und zwar geht es um Seal Rows bzw. Bench Rows. Und hierbei ist es wichtig, dass wir eine Bank haben, die eine entsprechende Höhe hat. Wir können uns natürlich auch eine normale Bank nehmen und diese auf Plates stellen, dass wir komplett mit den Armen runtergehen können. Und weil diese Bank hier relativ hoch ist, habe ich mir hier meine Kettlebells genommen und arbeite mit den Kettlebells. Wir legen uns auf eine Bank. Die Beine sind ein bisschen angehoben, das heißt, wir haben ein bisschen Spannung im Rücken. Heben die Kugeln bzw. die Griffe, greifen entweder Kurzhanteln oder Kettlebells und heben uns auch hier etwas nach oben an. Von hier aus ziehen wir die Schulterblätter und Schultern nach hinten und ziehen die Ellenbogen nach hinten hoch. Ziehen das Ganze wieder runter. Was wir bei den Seal Rows beachten müssen, ist, dass wir einen Full Range of Motion haben. Das heißt, die Bank sollte entsprechende Höhe haben. Wenn wir dann natürlich nicht mehr an die Kurzhanteln oder so rankommen, dann können wir zum Beispiel einerseits Kettlebells nehmen, so wie ich jetzt hier in dem Video. Oder wir müssen die Bank entsprechend ein bisschen höher stellen oder die Kurzhanteln auf Plates abstellen, damit die dann ein bisschen höher sind. Bei den Seal Rows haben wir den Vorteil, dass wir uns komplett auf den Rücken konzentrieren können, weil wir zum einen nicht unseren Körper stabilisieren müssen, wie bei normalem vorgebeugten Rudern. Und wir drehen uns nicht so ein bisschen ein. Und dieses latente, selbst wenn es nur ein bisschen ist, dieses latente Eindrehen hilft einem, sehr viel mehr Gewicht zu verwenden. Wenn wir zum Beispiel hier einen Satz von mir anschauen, hier habe ich eine 32er und eine 16er, das heißt Adam Riese 48 Kilo und ich ziehe hier ganz gemütlich die Reps weg. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel Bench Rows mache, habe ich hier mit zwei 24ern echt zu kämpfen, 24 Reps zu machen. Der Vorteil dieser Übung, dass wir uns nicht im Oberkörper verdrehen, ist gleichzeitig der Nachteil, weil wir nicht so viel Gewicht verwenden können. Dadurch, dass wir nicht so viel Gewicht verwenden können, eignet sich diese Übung primär, um in so einem einem Wiederholungsbereich von 8 bis 12 Wiederholungen zu arbeiten und weniger, um in einem Bereich von 1 bis 5 Wiederholungen Maxkraft irgendwie zu machen, weil wir hier entsprechend dann nur ausweichen, Schultern sonst wie irgendwohin verschieben und nicht richtig den Rücken treffen. Um den Rücken hier richtig zu treffen, empfehle ich, ein Gewicht zu verwenden, was ihr 8 bis 12 Wiederholungen verwenden könnt. Und wenn ihr mehr Gewicht nehmt, lauft ihr einfach Gefahr, dass ihr dann nur einen halben Bewegungsradius habt und damit den Rücken nicht mehr so gut trefft und dann verlagert sich das wieder mehr auf die Arme oder sonst wo. Aber ihr wollt mit der Übung auf jeden Fall den Rücken treffen, die Mitte des Rückens treffen. Checkt diese Übung aus, schreibt mir in die Kommentare, was du davon hältst und wie du deinen Rücken gespürt hast. Ohne Witz, Mann, ich will das wissen. Schreibt mir in die Kommentare, wie du deinen Rücken gespürt hast, was du noch von mir sehen möchtest. Abonnier den Kanal, weil nur dann bleibst du auf dem Laufenden und siehst, wenn ich ein neues Video gemacht habe und vielleicht auch deine Frage beantwortet habe. Also, abonniert den Kanal, checkt die anderen Videos, like that video, hit that Teil-Button, damit auch andere Leute davon profitieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Peace.